Crash, Coco, vergesst nicht, dass wir nicht nur gegen Dr. Cortex kämpfen. Hütet euch vor Uka-Uka, Kinder. Er ist gefährlicher, als ihr denkt. Sein böser Bruder. Böse. Okay. Dann versuchen wir erstmal das Rennen zu fahren. Auch mein Superstart hat so gut funktioniert, weil ich auch einfach mal nicht auf den Superstart geachtet habe. Versuchen wir mal vielleicht beides hinzukriegen. Also Kisten und Erster werden. Vielleicht funktioniert es ja. Hier gibt es diese ätzenden, bewegenden. Ich glaube, ich habe beide bekommen. Dun, 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 dun. Dun, 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 dun. Meine PlayStation ist angegangen. Hui! Also meine Dreier. Wegen der Updates. Wie viel gibt's denn hier? 20. Eisen! Oi. Das wollte ich gar nicht. Ficken! Ich hasse das! Jedenfalls habe ich nicht so. Habe ich diesmal nicht gesehen, wie sein komischer Arsch so gewackelt hat. Na gut, dann holen wir den ersten Platz. Wenigstens haben wir dann irgendwas. Aber ich glaube, wir hätten das sogar geschafft, wenn ich die eine nicht verballert hätte. Aber dafür können wir uns jetzt schön viel Zeit lassen. Ja. War ich eben speichern? Ich weiß es gar nicht mehr. Ja, das hast du sehr schön gemacht. Ich wollte gerade Spyro sagen. Crash. Spyro. Crash, Coco. Diesmal habe ich einen Superstart hingekriegt. So, schön gediegen. Rumtüdeln. Wir waren auf der linken Seite direkt eine Kiste. Nummer 2. Dann mal 1, 2. Ding. Dann mal nochmal 2. Wir waren gar keine. Irgendwann war auf der linken Seite noch eine Kiste hinter einem Abgrund. Die meinte ich nicht, da war noch eine andere. Nee, das wollen wir nicht. Ah, die beiden brauchen wir. Wir haben auch beide gekriegt. 14. Die müsste jetzt, glaube ich, die nächste Kiste kommen. Ist das? Nein. Kommt die denn? Das ist sie, glaube ich. Hm.
Wie komme ich denn an die am besten dran? Ich glaube, wenn ich da so schräg rüberfahre. Schätze ich mal. Ich habe jetzt gedacht, das kriegen wir hier so schön locker floggisch hin. Nee. Natürlich nicht. Die ist auch so lang, die Strecke, im Gegensatz zu den anderen. Ist ja klar, weil wegen letzter Warpum und so, aber trotzdem. Ist halt schon ein bisschen blöde. Ansonsten gibt's eigentlich nichts Neues. Zieh dich, du Pisser, ey. Doch. wir sollten einen Englischvortrag halten. Ich weiß, es ist halt sehr viel von der Schule, aber weiß nicht, weil ich quatschen soll, deswegen. Ja, auf jeden Fall. Der irgendwas mit Australien zu tun hat. Da habe ich mir gedacht, guckst du mal, was es da so gibt. Was irgendwas mit Australien zu tun hat. Da habe ich erstmal Bands geguckt. Natürlich AC/DC. Aber, ich bin halt nicht so der AC/DC-Fan, weil das ist irgendwie für mich so Altherrenmusik. Ich finde dann die Rolling Stones irgendwie besser. So, Moment. Jetzt. Das ist, glaube ich, besser, wenn wir von hier aus kommen. Ja. Oh. dann habe ich gesehen, dass Mad Max in Australien gedreht wurde. Und da habe ich, also der zweite Teil, ich weiß nicht, wie das mit den anderen ist, und da habe ich eine Präsentation über Mad Max 2 gehalten. Und er hat gesagt, um nächstes Jahr gute Note zu bekommen, müsst ihr euch zum Affen machen. Also was heißt zum Affen machen? Halt irgendwie sich verkleiden oder ein Theaterstück aufführen, halt irgendwie sowas. Und da habe ich mir gedacht, ich habe ja ein Kostüm, endzeitmäßig. Und ja, das habe ich dann angezogen. Und ich habe 13 Punkte bekommen. Woo! Sehr nice. Fand ich sehr gut. Ja, und ich habe dann endlich mal auch an dem Kostüm ein bisschen weitergearbeitet. War jetzt zwar auch nicht lang, aber es war halt ein bisschen dran weitergearbeitet habe ich. Weil das lag jetzt schon seit bestimmt anderthalb, zwei Jahren im Schrank rum. Ich habe da nicht dran weitergearbeitet. Oh. Aber die habe ich beide bekommen. Uah! Wichser! Dann können wir hier so vorbei. Also wenn das jetzt hier nichts gibt mit der Gold, dann werde ich höchstwahrscheinlich abwarten, dass die hier weggefahren sind, ein bisschen. Weil die nerven nämlich dezent. Batz. So, hier kommen wir super hier vorbei. Super duper. Den hätte ich vielleicht mitnehmen sollen. Ach, ich weiß nicht. Ich habe auch keine Ahnung hier wegen der Zeit. Habe ich nicht drauf geachtet. Ich weiß auch nicht, ob das Fliegen irgendwie schlecht ist. Das war auf jeden Fall nicht so gut. Da war jetzt entweder ein Loch fliegen oder, ne? Fuck!
Komm, gib Gelsen. Ich muss auf jeden Fall Erster werden. Weil ich glaube, sonst bringt das hier nichts. Das ist noch nicht mal eine Zeitkiste da. Das ist ja unfassbar. Links. Rechts. Geradeaus. 1,27. Komm. Lass das bitte Gold sein. Yes. Oh. Puh. Also, da hatte ich nämlich jetzt keine Lust drauf, da nochmal was zu machen. Gut, dann hätten wir das ja auch soweit fertig. Ich habe immer noch ein bisschen Zeit. Und ich glaube, ich mache das... Ah, fuck, wenn ich das beende. Na, komm. Oder? Nee, ich glaube, ich lasse mir das fürs nächste Mal. Weil dann denke ich jetzt gleich auch noch, ach komm, kannst du auch noch das andere Ding machen? Also den Boss und so. Aber wir lassen das jetzt erstmal. Wir haben 73%, wir haben heute, glaube ich, 10% gerissen. Oder? Nee. 13. Nee, 16. 16% haben wir heute, glaube ich, gemacht. Ja, gut. Dann hoffe ich mal, dass euch die heutige Aufnahme gefallen hat und dass wir uns dann bei der nächsten Aufnahme wiedersehen.